Es ist 21 Uhr am 13. April 1970. Die Crew an Bord der Apollo 13 Mission hat gerade noch eine routinemäßige Fernsehübertragung beendet. Zwei der Crewmitglieder sind damit beschäftigt, das Modul zu überprüfen, mit dem sie schon bald auf dem Mond landen sollen. Und der dritte macht sich bereit, einige astronomische Beobachtungen durchzuführen. Es ist ein eigentlich ereignisloser Zeitabschnitt der Mission. Alles läuft bis jetzt komplett reibungslos nach Plan. Doch dann hören die drei einen lauten Knall, der das Raumschiff erschüttert. Die drei schrecken zusammen. Sie merken schnell, etwas am Raumschiff ist explodiert. Und das über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt. In der NASA-Überwachungszentrale in Houston kommt ein Notruf an. Es fällt der vielleicht berühmteste Satz der Raumfahrtgeschichte. Und zwar, was für eins. Von diesem Moment an verändert sich die komplette Mission der Apollo 13. Schnell wird klar, dass es jetzt nicht mehr darum geht, die Mission erfolgreich abzuschließen und auf dem Mond zu landen. Es geht um Leben und Tod. Aber was genau war das für ein Knall? Was wurde aus Apollo 13 und was kann man überhaupt noch tun, wenn ein Raumschiff im All kaputt geht? Das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Ich bin Niklas und du schaust die Mindblown University. Leute, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für euch. Unter dem Motto, wie Wissenschaft die Welt rettet, gibt es eine Special-Ausgabe der Mindblown University Live im XXL-Format. Und das mache ich nicht alleine. Nein, wir, das sind Jakob von Breaking Lab, Leonie, aka Hey Leonie, Cedric, alias Dr. Watson und Sina von Sonne, Tod und Sterne. Und ich bin natürlich auch dabei. Es gibt nämlich Ideen, die sind so groß und so gut, dass sie das Zeug haben, unsere Welt ein ganzes Stück besser zu machen. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Ich schaue mit euch in die Vergangenheit, um herauszufinden, was der Kolonialismus mit der Klimakrise zu tun hat. Wieso stoßen wir eigentlich CO2 aus? Warum hat ein Elektroauto einen CO2-Rucksack? Wie gut hilft uns die Raumfahrt bei der Erforschung des Klimawandels? Welchen technischen Lösungen können wir gegen die Klimakrise ankämpfen? Warum saugen wir das ganze CO2 nicht einfach wieder aus der Atmosphäre? Wir stehen alle zusammen am 26. April auf der Bühne der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf und freuen uns, wenn du dabei bist. Und wer sich noch bis Weihnachten, also 24. Dezember Tickets dafür kauft, kann fett absahnen. Wir verlosen unter allen teilnehmenden Ticketkäufen 10 Meet and Greets, bei denen ihr uns 5 nach der Show treffen könnt, 2 goldene Pässe, zu denen ihr kostenlosen Eintritt zu allen Live-Shows im ganzen Jahr 2024 von Dr. Watson und mir habt und 3 prall gefüllte MBU-Merch-Pakete. Sichert euch also schon jetzt eure Tickets für die Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf am 26. April 2024 und nehmt am Gewinnspiel teil. Tickets gibt's unter www.mbuxxl.com. Wir freuen uns auf euch. Los geht's ungefähr 10 Jahre früher. In den 1960er Jahren befanden sich die Weltmächte USA und die Sowjetunion in einem intensiven Wettlauf ins All. Beide Länder versuchten innerhalb kürzester Zeit so viele prestigeträchtige Meilensteine in der Raumfahrt wie möglich zu erreichen. Klar, geil für die Raumfahrt, aber den Ländern ging es natürlich auch darum, politischen und technologischen Einfluss zu demonstrieren. Die Apollo-Missionen waren dabei ein entscheidender Teil dieses Wettlaufs. Sie wurden durchgeführt von der NASA, um das ultimative Ziel zu erreichen. Als erstes Land Menschen auf den Mond und sicher zurück zur Erde zu bringen. Der Höhepunkt dieser Mission war die Apollo 11 Mission. Im Jahr 1969 betraten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond. Sinngemäß, ein kleiner Schritt für mich, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Die erfolgreiche Apollo 11 Mission wird oft als das Ende des Wettlaufs ins All gesehen. Klar, es hatte ja jetzt wer als erstes das Ziel erreicht. Trotzdem hörte man danach nicht direkt auf. Bereits wenige Monate später wurde mit Apollo 12 die nächste erfolgreiche Landung auf dem Mond durchgeführt und weniger als ein Jahr nach Apollo 11 stand bereits die Mission 13 auf dem Plan. Ziel von Apollo 13 sollte die erfolgreiche Landung auf dem Mond sein. Apollo 11 und 12 landeten aber in verschiedenen Maregebieten. Das sind die großen, relativ flachen Gebiete, die man von der Erde aus als dunkle Flecken auf dem Mond sehen kann. Apollo 13 hatte aber ein anderes Ziel. Die Crew sollte in der Nähe des Fra Mauro-Kraters landen. Dort sollten sie dann Gesteinsproben sammeln, damit Forschungsteams auf der Erde mehr über die Entstehungsgeschichte der Mondoberfläche lernen können. Im Krater selbst ist es zu uneben, also war geplant, dass die Crew etwa einen Kilometer entfernt landet und den Rest zu Fuß gehen soll. Der Anspruch an die Crew für die Arbeiten auf der Mondoberfläche war dementsprechend höher als bei den vorangegangenen Missionen. Die Mission sollte durchgeführt werden von Jim Lovell, Fred Hayes und Ken Mattingly. Letzterer stand allerdings kurz vor Abflug in Verdacht, an Röteln erkrankt zu sein und wurde durch Jack Swigert ersetzt. Bestimmt hat sich Mattingly erst mega über diese Entscheidung geärgert, aber rückblickend betrachtet hat sich vermutlich dann doch nie jemand so sehr darüber gefreut, vielleicht Röteln zu haben wie Ken Mattingly. Herzstück des Apollo-Programms war die Saturn
Saturn-V-Rakete, eine der leistungsstärksten Raketen, die je gebaut wurden. Alle bemannten Apollo-Missionen wurden mit dieser Rakete geflogen. So eine Saturn-V oder Saturn-V hat 3 Stufen. Stellt euch das ungefähr so vor, als würde man 3 kürzere Raketen zu einer langen zusammenschrauben. Die kurzen werden nacheinander gezündet und dann abgeworfen, wenn ihre Treibstofftanks leer sind. Die erste Stufe lief mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff und kam als erstes zum Einsatz. Sie brachte die Rakete innerhalb von 160 Sekunden in eine Höhe von 56 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von 10.000 km/h. Danach war der Treibstoff aufgebraucht und sie wurde durch Sprengbolzen abgetrennt, um dann in der Atmosphäre zu verglühen. Die zweite Stufe übernahm dann und brachte die Rakete auf eine Höhe von 185 Kilometern und 24.000 km/h. Genau wie bei der ersten Stufe wurde sie beim erreichten Ziel und verbrauchtem Treibstoff dann abgetrennt. Und die dritte Stufe hatte dann die Aufgabe, das Apollo-Raumschiff mit etwa 28.000 km/h auf eine Umlaufbahn um die Erde zu bringen. Von dort aus ging es weiter Richtung Mond. Und in der Spitze der dritten Stufe war außerdem auch die Mondlandefähre, die dann später herausgeholt werden sollte. Oberhalb der Raketenstufen befanden sich dann noch das Kommando- und das Service-Modul. Dort saßen die 3 Astronauten zusammen mit Bordcomputer, Triebwerk, Tanks und Lebenserhaltungssystem. Es war quasi das Herz der Mission und für den Hauptteil der Mission im Einsatz. Dabei verbrauchte das Kommandomodul nur rund 2000 Watt, also ungefähr so viel wie ein Heizlüfter, und die CPU des Bordcomputers war in etwa so leistungsstark wie ein NES-System oder ein Apple II beim Release. Mit allem, was man so brauchte an Bord, blieb dann noch für die Astronauten gut 2 Kubikmeter Platz. Das ist ungefähr so viel Platz, als würde man mehrere Tage in einem VW Golf leben. Ein VW Golf mit Raketenantrieb. Und wenn ihr euch dieses Wunder der Technik mal ganz genau anschauen möchtet, dann habe ich jetzt einen Tipp für euch. Bei Ravensburger, dem Sponsor dieses Videos, gibt es die Saturn-V-Rakete als 3D-Puzzle zum selber bauen. Das 3D-Puzzle der Rakete hat über 400 Teile und ist im fertigen Zustand einfach riesig. Über 90 cm misst das Modell, was einem Maßstab von 120:1 zum Original entspricht. Die Saturn-V war und ist halt nicht nur eine der wichtigsten Raketen der Raumfahrtgeschichte, sondern auch eine der größten. Und in dem Maßstab müsste die Rakete immer noch über 3100 Kilometer zurücklegen bis zum Mond. Das entspricht ungefähr der Distanz von Berlin bis Marokko. Total spannend an diesem Modell finde ich, wie detailgetreu hier gearbeitet wurde. Die 3 Raketenstufen lassen sich voneinander trennen, genau wie beim Original, und eine herausnehmbare Mondfähre plus 3 Mini-Astronauten sind auch dabei. Ich hatte total viel Spaß beim Zusammenbauen und ich finde es super, sich so ein Modell genau anschauen zu können. Wo genau ist das Service-Modul? Wie hängt das mit der Kapsel zusammen, in der die Astronauten waren? Und womit genau sind die 3 zurück zur Erde gekommen? Das kann man sich mit der Rakete in der Hand viel besser vorstellen. Und ein paar Stunden ohne Bildschirm waren auch ganz nice. Zusätzlich liegt dem Puzzle auch noch eine Infobroschüre bei, wo ihr jede Menge Infos, Funktionen und spannende Fakten zum Apollo-Programm nochmal nachlesen könnt. Von Apollo 7 bis Apollo 13. Wenn ihr euch für die Rakete von Ravensburger interessiert, habe ich sie euch mal in der Infobox verlinkt. Während der Start und erste Teil der Mission noch reibungslos verlief, so schnell änderte sich alles schlagartig knapp 55 Stunden nach dem Start der Rakete. Die Mission befand sich zu dem Zeitpunkt 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, auf direktem Kurs Richtung Mond. Was genau war jetzt also schiefgelaufen? Der große Knall, den die Crew an Bord gehört hatte, war eine Explosion im Sauerstofftank 2 des Service-Moduls. Yep. Genau das Service-Modul, welches das Raumschiff mit Strom, Wasser und Sauerstoff versorgen sollte. Aber wie kann sowas passieren? Werden solche Maschinen nicht bis aufs kleinste Detail vorher überprüft? Die Explosion war die Folge einer Reihe menschlicher Fehler beim Bau der Rakete. Allerdings war dieser Fehler nicht mal exklusiv bei der Apollo 13 dabei. Die Explosion hätte auch schon viel früher auftreten können. Denn der fatale Konstruktionsfehler war auch bereits bei Apollo 7 bis 12 mit an Bord gewesen. Folgendes war passiert. Bereits 1965 erhöhte man die Spannung der Stromversorgung von 28 auf 65 Volt. Normalerweise würde so eine Änderung auch weitere Veränderungen der Systeme mit sich ziehen, um alles aufeinander abzustimmen. Man hätte Bauteile austauschen und nachträglich auf die höhere Spannung auslegen müssen. Aber aus irgendeinem Grund haben die Techniker, die für die Sauerstofftanks im Service-Modul verantwortlich waren, genau von dieser Änderung schlichtweg einfach nichts mitbekommen. Und das war noch nicht alles. In Apollo 13 wurde außerdem auch ein Tank verbaut, der zuvor fallen gelassen und beschädigt wurde. Natürlich hat man den Tank repariert, trotzdem tauchten wohl Schwierigkeiten
Schwierigkeiten beim Entleeren auf. Und dennoch kamen alle, auch die Crew selber, zu der Entscheidung, dass man jetzt den Start nicht verschieben wollte. Ich meine, klar, nachher ist man immer schlauer, aber das war schon eine besonders schlechte Idee. Es kam also, wie es kommen musste. Schon vor dem Start der Mission, in der Vorbereitungsphase, versagte die fehlerhafte Verdrahtung im Tank. Ab diesem Zeitpunkt befand sich der Sauerstofftank in einem hochgefährlichen Zustand. Es hätte von dem Moment, in dem der Tank befüllt und der Strom eingeschaltet wurde, jederzeit zur Explosion kommen können. Und so flog das Team los, Richtung Mond mit einer tickenden Zeitbombe unterm Arsch. Ohne die geringste Ahnung zu haben. 55 Stunden und 54 Minuten nach Abflug war es dann soweit. Der Sauerstofftank explodierte und der schlimmste Albtraum eines jeden Astronauten wurde in diesem Moment Realität. Das Servicemodul fiel aus. So hatten die Astronauten auch keine Chance mehr, ihre Flugbahn zu ändern. Sie rasten praktisch immer weiter auf festem Kurs Richtung Mond. Für eine Korrektur oder direkte Umkehr hätte man eine längere Triebwerkszündung durchführen müssen. Das Triebwerk befand sich aber am Heck des ausgefallenen Servicemoduls. Ohne Stromversorgung für die Steuerung war es komplett nutzlos. Man musste also kurzerhand Lösungen finden, um den Kurs wieder Richtung Erde zu bringen und außerdem dafür zu sorgen, dass die Crew an Bord genug Sauerstoff, Wasser und Strom zur Verfügung hatte, um es lebend zurückzuschaffen. Schnell wurde der Crew klar, dass es jetzt nicht mehr darum ging, das Raumschiff sicher auf dem Mond zu landen. Das neue Ziel? Überleben. Und die Rückkehr zur Erde. Aber wie? Die Crew im All und auf der Erde setzte ihre Hoffnung auf eine Karte. Das Landemodul Aquarius. Das Servicemodul war zwar irreparabel beschädigt und die Systeme ausgefallen, aber man hatte immer noch das Mondlandemodul Aquarius dabei. Dieses war ebenfalls mit Lebenserhaltungssystemen und einem Triebwerk ausgestattet. Aber natürlich war Aquarius nicht für drei Leute ausgelegt. Man wollte ja nur zu zweit die Oberfläche des Mondes betreten. Die CO2-Filter an Bord des Landemoduls konnten zum Beispiel nur die Menge an Kohlenstoffdioxid binden, die zwei Personen über maximal 45 Stunden ausgeatmet hätten. Jetzt musste sich die Crew aber zu dritt reinzwängen. Die Lösung? Man wollte jetzt die CO2-Filter des Kommandomoduls mit denen im Landemodul austauschen, um so die Kapazität auf drei Leute zu erweitern. Aber natürlich auch das war nicht ganz einfach. Die neuen Filter passten nämlich nicht in die alten Öffnungen. Auf der Erde setzte man also alles daran, so schnell wie möglich ein funktionierendes Filtersystem zu entwerfen, das man aus Dingen, die noch an Bord waren, bauen konnte. MacGyver-Style. Das dauerte ganze anderthalb Tage. Währenddessen war das Raumschiff weiter auf Kurs in Richtung Mond. Für die improvisierten Filter nutzten die Astronauten letzten Endes unter anderem Anzugschläuche, Pappkarton, Plastikbeutel, alte Filter und sogar Gaffertape. Kein Scherz. Gaffertape. Sah vielleicht nicht schön aus, funktionierte aber. Und damit war zumindest die Sauerstoffversorgung gesichert. Und man konnte sich jetzt voll dem nächsten Problem widmen, der Rückkehr. Das Haupttriebwerk des Servicemoduls war keine Option mehr und damit auch keine direkte Umkehr. Man berechnete also neu. Um so schnell wie möglich zurück zur Erde zu kommen, wusste man, dass mindestens zwei Triebwerkzündungen des Landemoduls nötig sein würden. Und man würde dabei das Gravitationsfeld des Mondes nutzen, um Schwung zu holen. Die erste Zündung erfolgte bereits 5,5 Stunden nach der Explosion. Diese sollte das Raumschiff auf eine Rückkehrflugbahn zur Erde bringen. Und das, indem man quasi noch schneller Richtung Mond schoss. Das klingt jetzt etwas kontraproduktiv, aber war genau das richtige Manöver. So konnte man sich mit Hilfe der Schwerkraft des Mondes einmal um dessen Rückseite schleudern lassen und dann wieder Richtung Erde fliegen. Also ganz ähnlich wie beim Hammerwerfen. Die zweite Triebwerkzündung sollte das Raumschiff dann Richtung Erde beschleunigen. Dabei war es extrem wichtig, dass die Systeme korrekt ausgerichtet waren, damit Apollo 13 auch wirklich sein Ziel auf der Erde erreicht. Ich meine, das ist ja nicht wie beim Autofahren, wo man ständig Gas geben und bremsen und lenken kann. In dem Moment, wo das zweite Triebwerk zündet, muss man das Raumschiff perfekt ausgerichtet haben. Nur wenige Grad zu weit nach links oder rechts und man verfehlt sein Ziel um tausende Kilometer. Also absolut kein einfaches Unterfangen. Vor allem, weil das Raumschiff durch die Explosion von Trümmerteilen umgeben war. Die Astronauten bewahrten aber Ruhe. Absolut beeindruckend im Angesicht von dem fast sicheren Tod, nicht komplett in Panik auszubrechen. Und das wurde belohnt. Beide Zündungen liefen exakt nach Plan und Apollo 13 war erfolgreich auf dem Weg nach Hause. Allerdings musste man aufgrund stark begrenzter Ressourcen jetzt so viel Wasser und Strom wie möglich sparen. Alle elektrischen Systeme für den Rückflug wurden ausgeschaltet. Yep.
sogar die Kabinenheizung. Es war also alles andere als ein angenehmer Rückflug. Die Innenraumtemperatur sank während des Flugs auf 0 Grad Celsius und der Rückflug dauerte 3,5 Tage. Und Wasser musste auch eingespart werden, denn das wurde dringend gebraucht, um die kritischen Systeme zu kühlen. Die Astronauten sparten also so viel sie konnten und reduzierten ihre Tagesration Wasser von einem Liter am Tag auf etwa ein Glas. Klar, lieber dehydriert auf der Erde ankommen, als tot im Weltall. Alte Astronautenweisheit. Über 80 Stunden nach der Explosion kam es dann noch einmal zu einem letzten Manöver, was über Leben und Tod der Astronauten entscheiden sollte. Kurz vor Wiederintritt in die Atmosphäre kletterten die drei aus dem Landemodul zurück in die beschädigte Kommandokapsel. Das war notwendig, denn die Mondlandekapsel, in der sie sich bis jetzt reingequetscht hatten, wäre beim Wiederintritt in die Atmosphäre samt ihren Insassen komplett verglüht. Angekommen in ihren Sitzen trennten sie nun das Servicemodul sowie die Mondlandekapsel von sich ab. Lovell nutzte den Moment und schoss dabei dieses Foto, mit dem man später auch die Ursache der Explosion feststellen konnte. Ein wenig später, um 13.07 Uhr am 17. April 1970, war es dann endlich soweit. Nach 88 Stunden, die die Crew gestrandet im Weltall mit CO2-Filtern aus Gaffertape und Pappkarton verbracht hatten, landete die Crew munter und wohlauf erfolgreich im Pazifischen Ozean, nur 6 Kilometer entfernt von ihrem Rettungsschiff. Davon gibt es sogar ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie das Kommandomodul mit Hilfe von Fallschirmen Richtung Meer sinkt. Das Foto hat ein Passagier an Bord eines Linienflugzeugs gemacht. Die Crew war müde, hungrig, nass und durchgefroren, aber sie hatten überlebt. Der Kommandant der Mission beschrieb die Mission später als erfolgreichen Fehlschlag. Und der Flugdirektor der NASA sprach von der größten Stunde der NASA. Ich meine, was ist schon eine erfolgreiche Mondlandung, wenn man 3 Menschen vor dem sicheren Tod im All gerettet hat? Trotz dieser Odyssee hörte die NASA aber nicht auf mit den Mondmissionen. Sie schickten noch 4 weitere Apollo-Missionen mit der Saturn-V-Rakete auf unseren grauen Begleiter. Im Dezember 1972 wurde das Programm dann aber eingestellt. Keiner der 3 Astronauten, die bei der Mission an Bord waren, ist danach jemals wieder mit einem Raumschiff ins All geflogen. Und seit Apollo 17 hat es auch keine bemannten Mondmissionen mehr gegeben. Bis zur heutigen Zeit. Die NASA arbeitet nämlich bereits an Artemis 3. Die soll 2025 ihre Reise antreten und die erste bemannte Mondmission seit dem Apollo-Programm werden. Dann aber hoffentlich ohne Explosion und Rettungsmissionen. Auch zu den Artemis-Missionen werde ich hier auf meinem Kanal Videos hochladen. Falls du also das nicht verpassen möchtest, dann gerne Abo an und Glocke rein. Und auch über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Kanntest du die Geschichte der Apollo 13-Mission oder vielleicht den Film mit Tom Hanks? Lass es mich wissen. Bis zum nächsten Video. Ciao.